Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Zunächst mal sorry, dass letzte Woche irgendwie die unter der Woche Folgen ausgefallen sind, aber ich war eigentlich der Meinung, ich hätte es aufgenommen, hab's aber nicht getan, wollte am Samstag, also gestern, heute ist Sonntag, diese Samstagsfolge aufnehmen, da ist mir aufgefallen, dass noch zwei Folgen irgendwie nicht freigegeben waren. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. Naja, trotzdem, weiter geht's mal im Text. So, mal generell, mein Vasall wird hier gerade aufgegeben, fällt mir gerade auf. Es war mein Vasall, ne, Vasall, falscher Begriff, Marionette, genau. Ja, wir sind gerade dabei, Polen in Polen aufzuräumen, wobei aufzuräumen sieht im Moment gar nicht mal so gut aus. Ich habe jetzt auch mal gerade die Angriffe gestoppt, um da ja, mal wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Hier läuft es ein bisschen besser in der Türkei, aber auch hauptsächlich, weil wir hier, genau, da warten wir gerade und fahren keinen Angriff. Ja, die Sowjets tun sich hier brutal schwer in Afghanistan, sollte sich aber bald erledigt haben, weil, ja, so langsam aber sicher haben sie keine Ressourcen mehr. Also Ressourcen, falscher Begriff. Keine Ausrüstung mehr. Genau, so langsam aber sicher verlieren sie die komplette Ausrüstung und dann dürfte das relativ schnell geklärt sein. Hier unten haben wir nach wie vor, müsst ihr noch trainieren? Haben wir nach wie vor die Landung vorbereitet und eigentlich schon mal den Angriff auf Großbritannien bzw. auf Britisch-Indien. Ich denke, das wird einfach der logische nächste Step sein. Marine bauen wir hier auch langsam aus, auch wenn es nichts bringt. Das Ganze gehört auch alles mir. Keine Ahnung, was die Briten hier noch wollen. Haben auch null Orga. Hier oben verhungern also quasi jämmerlich. Hier stehen auch Grenztruppen rum. Ist das befreundetes Gebiet? Ah, ne, die gehören nirgendwo dazu. Okay, dann machen die Grenztruppen doch Sinn. Haben dann die Alliierten freigelassen. Gut. Soweit. Hier unten ist Ruhe. Betrifft mich alles nicht. Das ist auch freies. Jawohl. Ne, alliiert. Okay, nicht ganz frei. Ihr seid noch bei mir. So, das sieht ganz gut aus. Seid ihr eigentlich in dem Krieg mit drin? Falsch. Ah, da ist noch. Was ist denn das hier? Neofaschistisches Griechenland. Neo-Osmanisches Reich. Okay, interessant. Genau, ihr seid mit dem polnischen Krieg. Das bedeutet, eigentlich könntet ihr euch hier auch mit beteiligen, wenn ihr wolltet. Mit den 21 Divisionen zum Beispiel. Aber auch nur, wenn ihr wollt. Nein, die sind auch mit uns im Krieg. Okay, gut. Was macht ihr hier? Laufen wir nochmal ganz kurz, dass die auch wirklich da hingehen. Haben wir noch irgendwo Truppen rumstehen, die nichts machen? Ich nehme euch mal ganz kurz mit hier rein, auch wenn das ein anderer Theater ist, aber sonst komme ich ganz durcheinander. So, das passiert hier wunderbar. Hier geht man da runter. Von wo ist angegriffen? Nur von hier, dann um den. Dann halt pusht mal da durch. So. Gut, hier oben lasse ich, wie gesagt, jetzt mal meine Truppen ein bisschen erholen. Ah ja, genau. Ah ja, stimmt, die hatte ich noch mit rübergezogen, weil ich hier ja momentan keinen wirklichen Krieg habe. Da war was. Und auch keine Bedrohung für den Krieg habe. Jetzt konzentrieren wir uns mal ganz kurz hier drauf. Macht jetzt mal einen Halteangriff da drauf. Anstatt hier weiterzulaufen, kannst du da rein? Ja. Das sieht doch ganz nett aus. Dann hätten wir die nämlich eingekesselt. Divisionen sind es vier. Drei Tage, ey, wenn das diese ewige Distanzen immer wieder werden. So, Versorgung sieht halbwegs gut aus. Mal ganz kurz reinschauen. Ja, im oberen Sektor ist es nicht ganz optimal. Kann ich aber kann ja auch nichts dran ändern. Ah doch, ich darf. Warte mal, wo muss ich hier? Ja, okay. Das ist der Bottleneck. Jetzt muss ich mal wieder gucken, wie liest sich das Ganze. Häfen in. Was? Vorheriger Engpass, Häfen in Zhejiang. Zhejiang. Wo ist. Zu Zhejiang? Okay, hier müssten wir den Hafen ausbauen, oder was? Ist der Hafen, das ist ein Marinestützpunkt mit 3. Marinestützpunkt. Jetzt halber machen wir dich auch noch voll. Ich
Wobei du zuerst. Obwohl, ist eigentlich egal. Haben wir ja genug. So, dann lassen wir die mal ein bisschen. Dann bauen wir den mal auf. Okay, das muss ich. Da haben sie aber auch irgendwann mal irgendwas geändert. Okay, ja, genau. Läuft hier hoch, läuft hier rein. Okay. Gut. Läuft hier rein. Rüber, hier rüber, hier rüber. Okay. Den kann ich nicht beeinflussen. So, gut. Frankreich ist alliiert. Okay. Dort, sobald wir mit in den Krieg laufen, haben wir hier, verhungern wir hier jämmerlich. Das ist zumindest mein Gefühl. Ich brauche da mal dringend etwas mehr Aufklärung. Könnt ihr da rein? Wenn ihr vielleicht noch helft. Bitte klappt. So, hier halten wir. Dann lassen wir sie sich ein bisschen abstoßen. Wir halten nicht überall. Da wo die Sowjets unterwegs sind, halten wir natürlich nicht. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter hoch. Doch noch einer rein verirrt. Okay, nein. Ja, perfekt. Angriff. Sehr schön. Endlich hat man Afghanistan kapituliert. Das könnte dann mal dazu führen, dass wir. Drei Division könnte ich zumindest einschließen, dass hier ein paar sowjetische Truppen frei werden. Ihr gehört zu dem. Auch wenn ihr nicht unbedingt zwingend an die Front kommt, macht mal ein bisschen schneller, Jungs. Ey, das ist ja abnormal. Ja, ihr macht das richtig. Schauen wir da reinkommen. Ihr haltet mal hier. Oh, sogar besser als halten. Okay, ich bilde gerade gar nichts aus. Wie war denn? Lass mich mal ganz kurz gucken. Oh, Panzer, erster Weltkrieg. Okay, ich brauche noch ein bisschen, bis ich am Panzer komme. Lass mich mal ganz kurz reinschauen. Wie war denn die Forschung? Ah ja, genau. Ich wollte den da, dann den da. Da bin ich eine ganze Weile unterwegs. Jetzt mal doch kurz schauen. Wie sieht es denn mit allem Möglichen aus? Hier bin ich. Schnellerer Überblick. Es fehlt Infanterieausrüstung. Zusatzausrüstung produziere ich noch nicht mehr, die habe ich mir irgendwann mal geklaut und ich brauche sie ja nicht. Jäger habe ich einen ganzen Haufen. Ah, apropos Jäger, guter Punkt. Okay, ich kämpfe hier bei der Front und eigentlich kämpfe ich auch hier bei der Front, aber bei dem Luftherrschaft, wie auch immer ich hier Luftherrschaft habe, wenn der Gegner 60 Jäger hat. Da ist hier irgendwo noch ein bisschen was frei, hier ist noch ein bisschen was frei. Dann gehen wir doch mal hin. 1, 2, 3... 400 Jäger und Marinebomber bringen wir nicht, strategische Bomber bringen wir eigentlich auch nichts. Oh, warte mal, sind die jetzt schon mit eingerechnet oder nicht? Okay, 8. April gleich nochmal drauf gucken, ob die jetzt mit drin sind oder nicht. So. Die hat mich auch ein bisschen gefangen. Jawohl, Truppen aus Afghanistan kommen jetzt auch rüber. Die bewegen sich auch sehr, sehr langsam, aber sie bewegen sich. Wir sind mal durchgebrochen. Hier wurden wir zurückgedrängt. Ja, das ist so ein bisschen Hin- und Herspiel. So, die 5 versuchen es hier nochmal. Du nimmst hier nochmal. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Hier unten sieht es nach wie vor nicht so berauschend aus. So, hier oben sind wir über den Fluss drüber. Hier konnten wir nichts erreichen. Über den Fluss drüber bedeutet hier oben leider nur, wir stehen dann vor dem nächsten Fluss. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen Gewalt durchzubrechen. Mal nach Posan vorrücken. Ziemlich abnutzende Schlacht an der Stelle. Und ich bräuchte dringend bessere
bessere Dechiffrierung. Also es wird einer der nächsten Tags. Gut, die Linie bleibt für Panzer vorbehalten, aber der Rest, da muss ich mal dringend wieder was für tun. Das ist zu wenig. Also überhaupt nicht wissen, was der Gegner macht, ist einfach keine Option. So. Panzertechnologien, sehr gut. Dann sollte ich zumindest einen Panzerbemühungen, zweimal Forschungsbonus für Panzertechnologie, sehr gut. Sehr, sehr gut. Spezialeinheiten, Doktrinbemühungen brauchen wir auch nicht mehr. Ja, das können wir machen. Frisst kein Brot, tut nicht weh und ich habe eigentlich im Moment auch nichts anderes, was ich machen könnte oder sollte oder müsste. Oh, hallo? Rein da. Ich darf einen Arm nehmen. Wenn da rausgedrückt bin, bleiben sie stehen oder was? Mache ich doch Posan. Wie stark sind denn meine Nachschubsdefizite? 20% ist natürlich heftig, gerade gegen eingegrabene Truppen. Vielleicht sollte ich mal gucken, wie sieht es denn nochmal bei Bombern aus? Ich habe überhaupt keine, ne? Ich habe nur strategische Bomber. Aber wir können ja welche produzieren. Leibhardt, Lizenzproduktion. Was hast du denn anzubieten Richtung Bomber? Gott. Gott. Einiges an taktischen Bombern. Ich hätte lieber einen Duft-Nah-Unterstützung gehabt, aber im Zweifel nehme ich auch einen Dreier taktischer Bomber. Ja, dann nehmen wir doch glatt einen. Was sind da? A1, A2. Man sieht leider die Stärken nicht, oder was? Ja, doch, man sieht sie hier. Warte. Dann länger drauf bleibt. Ja, 9,1 Bodenziele. Das ist für mich das Relevante. 9,1 Bodenziele. 9 Bodenziele, dann nehmen wir doch den hier. So, und dann produzieren wir den auch gleich. So, hier. Dafür verzichten wir auf die Produktion. Ihr kommt auch mal ganz nach hinten. Ihr kommt nach ganz hinten. Jäger kommen nach ganz hinten. Achso, Marinebomber, okay. Jäger kommen auch nach. Jäger vor allen Dingen kommen nach hinten. So. Habe ich jetzt hier aufgefüllt? Das ist okay, das ist okay. Artillerie können wir vielleicht mal ein bisschen verzichten. LKWs können wir auch ein bisschen drauf verzichten. Dann nehmen wir die Produktionsschiene mal raus und ihr. So. Strategische Bomber kann ich auch mal rausschmeißen. Brauche ich auch nicht. Es kostet okay. Die kosten Geld. Irgendwas war. Ich dachte eigentlich. Okay, muss ich vielleicht mal gucken. Produktion verwalten. Ob ich die andere aktive Lizenzen. Die hätte ich gern. Weg. Brauche ich nicht mehr. Gut. So. Bei irgendeiner Stelle muss man doch mal durchkommen hier. Scheinbar nicht, liegt aber auch wieder sehr, sehr stark an in dem Ganzen hier. Okay, jetzt wird es hier auch schlechter. Zhejiang ist immer noch der Hafen der Wahl, der fehlt. Okay, der erste ist bald fertig. Dann sollte es ein bisschen besser werden. Ein bisschen besser heißt nicht gut, aber ein bisschen besser heißt ein bisschen besser. So, jetzt blau. Ich wüsste halt gern, was hier rumsteht, ne? Mal ganz kurz gucken, wie denn die Möglichkeiten sind. Ne, sagen wir mal, sie sind begrenzt. Obwohl, hat man nicht genug. Ich lasse es mal ganz kurz so laufen. Hier dahin. Ich mal da als Halteangriff an. So, hier könnte ich jetzt zum Beispiel aber auch mal hingehen. Ich habe hier einen Haufen strategischer Bomber. Und 200 Jäger Geleitschütz dazu.
Auf nach Kleinasien. Luftüberlegenheit, Bomber, Feuer frei. Gucken wir damit was reißen können. So, also hartnäckig kann man glaube ich gar nicht sein, dass man da durchkommt. Okay, dann fahren wir die Angriffe durch, die wir momentan gefahren haben, und hören dann auf. Flughafen hätte ich gerne. Die Orga, die drückt halt nach unten wie nichts. So, wie sieht es hier aus? Ja genau, die wurden schon mitgezählt. Passt dann soweit. Der hier raus ist. Wenn ich hier nochmal einen Angriff. Ja, ich starte gleich. Ihr müsst nochmal hier halten. Perfekt, da könnten wir durchkommen. Ja, da sind wir durch. Sehr schön. Einmal über den Fluss drüber, ab nach Busan. So, dann 44 Tage. So sieht es doch schon viel besser aus. So, da sind wir auf gutem Weg, da sind wir auf gutem Weg, das passt. Panzergrenadiere, will ich momentan eigentlich nicht, zumindest Ausrüstung brauche ich nicht. Das ist am Laufen, hier sind wir da, wo wir hinwollen, hier sind wir auch am Forschen. Dann könnten wir hier dann doch nochmal Richtung Luftnaserstützung gehen, oder? Marineangriff, Jagdpatrouillen oder Gruppenkampferfahrung. Was haben wir hier? Ah, die Katschdiktierung haben wir doch schon. Katschschlüssel, okay, dann brauchen wir das hier. Durch. Die halten sich noch nur. Ich glaube, ihr Gebiet sogar noch mal ein bisschen vergrößert. Wundert mich jetzt fast. Ich war darauf gewettet, dass die relativ schnell draufgehen, aber sie haben da kein Interesse dran. Wie viele Divisionen sind denn da unten? 5 Divisionen. Okay, dann lohnt sich der Cut auf jeden Fall. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, Türkei sieht mittlerweile auch besser aus. Hier, die Griechen landen hier. Sehr schön. Doch zu irgendwas zu gebrauchen. So, jetzt hat es hier gerade wieder ein bisschen gespannt. Was du da unten hast. Und ich versuche mich hier über den Fluss zu kommen. Hier, durch das hier. Da rein, jawohl. Und da rein. Ja, das sieht doch gerade gar nicht mal so schlecht aus. So. Luftüberlegenheit. Haben sie mehr? Nee, haben sie nicht.
wie auch immer sie hier gerade die Luft überlegen hat, hingekriegt haben, aber sie haben so. Eigentlich könnte ich doch hier noch unterstützen, oder? Jäger sind in der Luft, 180, ja, da können wir doch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was an Jäger nachsteuern. Ja. Oh, falsch. Nicht abwählen. Jäger wollte ich. Dann nochmal plus 50. Sehr gut. Dahin. Und los geht's. Okay, so leicht will das mir halt scheinbar doch nicht machen. So, dann hätten wir den Cut hier nicht gemacht. Kann ich die eigentlich auch in Ruhe verhungern lassen. Jetzt mal wieder gucken, wo wir hier stehen. Hier stehen wir eigentlich auch nicht schlecht. Es wird besser. Hier oben ist immer noch der Nachschub ein kleines Problem. Da passen wir uns jetzt daran. Das ist kein Hafen. Ne? Wie viele Truppen sind das? 3 Divisionen. Das ist doch schön. Schöner kleiner Kessel. Muss ja nicht immer die ganz großen haben. So. Dann geht doch mal bitte nach Posan vor. Den Bunker würde ich eigentlich ganz gerne umgehen. Da muss ich nicht zwangsläufig rein. Gibt es andere Mittel und Wege? Wenn wir mitten in den Kessel rein wollen, Kessel die noch mit. Dankeschön. So, hier unten. Jawohl, der Kessel ist wunderbar. Dann können die eigentlich auch in Ruhe verhungern. Das muss jetzt nicht unbedingt schnell gehen. Okay. Haltet an, bitte. So, das hätten wir hier oben. Genau, den Kessel haben wir auch. Was sind wir jetzt drin? 2 Divisionen Verteidiger. Aber gleich mit, damit ich doch noch was verdrücken können. So. Jetzt mal nochmal langsam über den Fluss. So, das hätten wir. Nachtangriff brauchen wir nicht. Das hätten wir noch. Jäger brauchen wir nicht. Atombomben lege ich jetzt auch keinen großen Wert drauf. Das haben wir komplett durch. Was ist denn im Handel eigentlich aus? Okay, so. Lohnt sich leicht noch. Rohstoff abbauen ein bisschen. Da ist ein Bunker drin. Da müssen wir nicht rein. Wir können aber außen rumlaufen und können die einfach. Ne, halt. Können die einfach abcutten. Wo läuft denn Weiß? Wo läufst du gerade hin? Ach so. Nein, nein, Jungs, bleib mal hier. So, das hier drüben kann ich eigentlich komplett ignorieren, wenn ich da drüben rein. Da, auf der anderen Seite. Boah, 26.000. Okay, ich verliere gerade Infanterieausrüstung. Wie bekloppt. Aber gut, ich habe aber noch einen Verschleiß. Ja, okay, lass den Scheiß bleiben. Wartet einfach ab. So, gut. Ein bisschen Progress haben wir ja gemacht. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Schaffen hier auf jeden Fall Deutschland ein bisschen, oder der DDR oder Sozialistischen Republik Deutschland, ein bisschen neues Land zu geben, wenn man auch hier ein bisschen was verloren hat. Aber gut, verloren haben wir nicht, gehört halt mir. Ja, nee, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Denn bis dahin sollten wir es vielleicht schaffen, nach Warschau vorzudrücken. Bis denn und ciao, ciao.